Liebe Leserinnen, liebe Leser, neue Woche, neues Glück, in dem Fall möglicherweise auch Unglück, nämlich für die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Der Cover heißt Die Zerreißprobe und da ist ein unschuldiges Bild eines Ballbesuchs, nämlich des Besuchs von Christian Kern bei Franz Voves bei der Grazer Opernredoute, der für einige Aufregung gesorgt hat. Warum eigentlich, Herbert Lackner, du hast die Titelgeschichte geschrieben? Naja, da gibt es die lange Vorgeschichte des Konflikts zwischen Franz Voves und seinen Parteifreunden in Wien, also in der Wiener SPÖ und in der Bundes-SPÖ. Das ist eine Sache, die schon seit 3-4 Jahren schwelt. Voves hat ja auch alle Bundesfunktionen in der SPÖ zurückgelegt. Reist überhaupt nicht mehr nach Wien an? Vielleicht privat, das weiß ich nicht, aber jedenfalls nicht zu Parteisitzungen. Und Christian Kern, der witzigerweise ins Spiel gebracht wurde als Kandidat, ausgerechnet von einer Vertrauten von Werner Faymann, nämlich Doris Burres, in einem Interview vor Weihnachten, wo sie gesagt hat, also Kern ist ein guter ÖBB-Generaldirektor, aber Politik, das könnte er wahrscheinlich nicht. Das deutet darauf hin, dass er dass ein gefährlicher Gegenkandidat wäre, weil sonst hätte sie es nicht ansprechen müssen. Sie muss das annehmen, offenbar, dass er ein Gegenkandidat ist, obwohl er ja kein Wort noch dazu gesagt hat und sich auch nicht angemeldet hat. Und darum ist diese Melange, hat einige Leute aufgeregt. Manche Zeitungen haben ja alarmistisch schon von einem Putsch gesprochen. Also ein Putsch, der in einer... Das hängt bei den Zeitungen, glaube ich, wiederum damit zusammen, dass die den Bundeskanzler unterstützen und möglicherweise auch an Inseratengeld denken. Das wäre unter Umständen möglich. Das wäre unter Umständen möglich. Aber jedenfalls, Christian Kern hat einem Facebook entgegnet, ein Putsch, der vor laufenden Kameras in einer Loge auf einem Ball abläuft, das ist doch eher eine Seltenheit. So etwas passiert ja doch eher hinter den Kulissen. Aber in welchem Zustand muss die SPÖ sein und das Befinden über die SPÖ sein, wenn so eine Nebensächlichkeit zu solchem Aufruhr führt, wenn Doris Burres, aber dann auch noch Werner Faymann überhaupt kommentieren müssen, dass Christian Kern kein geeigneter Kandidat sei. Das sagt doch was über die nicht vorhandene Stärke des Bundeskanzlers. Naja, das sagt doch was davon aus, wenn eine Partei seit 6 oder 7 Jahren keine Wahlen mehr gewonnen hat, bis auf die in Kärnten, und das wäre ja ein Nachholbedarf. Ein Nachholprozess. Wenn eine Partei seit 6 oder 7 Jahren keine Wahlen mehr gewinnt und gleichzeitig auch einen starken Mitgliederschwund hat und gleichzeitig auch alle Umfragen nicht besonders berauschend sind, dann gibt es natürlich eine. Dann fragen sich viele in der Partei, ob das alles so weiterlaufen kann. Und da kommt man dann natürlich gleich einmal zur Frage, haben wir den richtigen Spitzenkandidaten oder haben wir den richtigen Parteivorsitzenden? So ist das halt in Parteien. Liegt es am Parteivorsitzenden oder ist das der normale Erosionsprozess einer nicht mehr ganz normalen Partei? Es geht den sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa nicht besonders gut. In vielen Ländern oder in manchen Ländern haben sie sich mehr oder weniger aufgelöst, siehe Griechenland. Auch in Italien ist das keine sozialdemokratische Partei mehr, sondern eher ein Bündnis. Und in Frankreich schaut es auch nicht in gut Spanien aus. Und in Spanien erleben wir gerade, dass eine Bewegung jenseits der sozialdemokratischen Partei entsteht, die diese zu einem großen Teil ersetzen wird bei den nächsten Wahlen. Also das hängt nicht nur an dem Parteivorsitzenden, das glaube ich nicht. Sozialdemokraten tun sich in Zeiten der Krise schwer. So komisch das klingt, normalerweise müsste man annehmen, kapitalistische Krisen nützen den Sozialdemokraten. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Sozialdemokraten sind gut, wenn es um eine möglichst gerechte Verteilung geht. Nur da muss was zum Verteilen da sein. Und wenn nichts zum Verteilen da sind, tun sie sich ein bisschen schwer. Dein persönlicher Tipp oder deine persönliche Aussicht auf dieses Jahr, wird Werner Faymann es politisch überleben? Es hängt natürlich vom Ergebnis dieser 4 Landtagswahlen sehr viel ab. In Burgenland wird die SPÖ vielleicht 1-2% verlieren, das ist nicht so tragisch. In der Steiermark ist das Ergebnis überhaupt nicht absehbar, da weiß man überhaupt nicht, wie diese Reformpartnerschaft, wie Voves und Schützenhöfer ihre Koalition dort nennen, wie die von der Öffentlichkeit letztlich bewertet wird. In Wien signalisieren die Umfragen, dass die SPÖ unter die 40%-Marke rutscht. Das wäre dann schon natürlich ein schwerer Schlag.
Und in Oberösterreich besteht die Möglichkeit, dass die FPÖ die SPÖ überholt. Auch das ist aus den derzeitigen Umfragen als Möglichkeit zumindest herauszulesen. Und das wäre natürlich in einem Industrieland wie Oberösterreich ein besonders schwerer Schlag für die Sozialdemokraten. Wenn das alles passiert, und es gibt ja noch einige andere Probleme auch, die dieses Jahr auftauchen, ein Hypo-Untersuchungsausschuss zum Beispiel, dann wird das ein sehr dramatisches Jahr. Und da ist durchaus denkbar, dass kein Stein am anderen bleibt. Und kein Feimann an der Parteispitze, hieß ja das? Unter Umständen, wobei es gibt eigentlich das Problem, also nicht das Problem, aber Feimanns Chance vielleicht auch ist, dass es niemanden gibt. Es gibt keine. Und es gibt mehrere. Es gibt mehrere Kandidaten zu finden. Wien. Möglicherweise die SPÖ und Bundespräsidentenwahl. Genau. Man braucht drei Leute unter Umständen und es gibt niemanden, der sich derzeit aufschwingen würde und sich an die Spitze stellt und sagt, so, wir brauchen jetzt einen neuen Parteivorsitzenden. Mhm. Es gibt zwar viel Gemurre und viel Kritik hinter den Kulissen, aber es gibt niemanden, der sich aufschwingt und sagt, so, ich übernehme jetzt diese Aufgabe, die Partei in Richtung eines Machtwechsels zu führen. Vielen Dank. Viel Spaß mit dem dieswöchigen Profil.